Grüße und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, alle Nattern sind soweit am Start, denn heute sprechen wir über Brunhilde, Theo und darüber, dass sich Frauen für ihre Männer unter das Messer legen lassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video und bis gleich. Ja, Bruni ist total verliebt in ihren Theo. Bruni, also Brunhilde, ne? Und Theo sind seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Sie haben eine Familie und Bruni ist ihrem Mann völlig verfallen. Was ja erstmal gar nicht so schlecht ist. Aber geht ihre Liebe jetzt auch so weit, dass sie sich für ihn unter das Messer legen lassen würde? Wir schauen uns mal diesen Fall ein bisschen genauer an. Auf der einen Seite kann man sagen, Theo hat die Hosen an. Er bestimmt den Ton und er bestimmt auch die, ja, sagen wir mal, die Ausrichtung, die dieses Paar ja, angeht. Also quasi, er ist der Mann im Haus, er ist der Geldverdiener, er hat eine riesengroße Praxis, plastische Chirurgie, ich meine, das Ding boomt auf jeden Fall und bringt richtig viel Schotter mit. Und genau das ist es eben auch, was er sich zur Lebensaufgabe gemacht hat. Er ist, wie so viele Männer, sehr daran interessiert, seine Familie zu versorgen und zu schauen, dass es seinen Lieben an nichts fehlt. Er ist aber auch so ein kleiner Macho. Und seine Vorliebe, ja, die gilt zu den klugen und den, vor allen Dingen den hübschen Frauen. Und das ist auch etwas, woraus er auch wirklich keinen Hehl macht, was er nicht verschweigt. Theo hat aber auch logischerweise eine andere Seite. Ich meine, jedes Schwert hat eben an der Scheide, ne, die Seite A und die Seite B. Und auf der anderen Seite ist er eben ein sehr liebevoller und ein sehr harmonischer Familienvater und Ehemann. Er ist verantwortungsvoll, er ist romantisch und für seine Frau Bruni macht er so ziemlich alles. Er betet sie an und er gibt sich seiner Ehefrau völlig hin. Er verwöhnt also seine kleine Bruni auf jeden Fall des öfteren Mal mit teurem Schmuck, mit einer schönen Reise, mit einer tollen Spa-Behandlung und eben mit dem, was er sich so leisten kann. Und ich denke, wir wissen alle, als plastische Chirurgen rollt der Rubel doch schon ganz gewaltig. So leben er und seine Familie in einer prunkvollen Villa, haben tolle Autos und ein richtig schönes, schönes Leben. Und wenn Bruni eben auch so tickt, wie er das gerne möchte, also ihm natürlich den Respekt und die Anerkennung bringt, die er so haben möchte, dann wird Bruni natürlich von vorne bis hinten verwöhnt, wie gesagt, mit Schmuck, Autos, Reisen und allem, was sie so haben möchte. So sind sie also seit vielen, vielen Ehejahren glücklich miteinander verheiratet, haben 4 Kinder bekommen. Was ja letztendlich auch dazu führte, dass Bruni doch zu Hause blieb, ihr Mann den Rücken frei hielt, sich um die Erziehung der Kinder kümmerte und ihrem Mann oder ihrem Theo so ermöglichte, sein Imperium aufzubauen, seine Macht auszuweiten und das Geld mit nach Hause zu bringen. Sie ist also sehr folgsam und genau das ist es, warum Theo sie so liebt. Bruni war damals die klassische Schönheit. Stellt euch vor, eine Haut wie ein Weichzeichner, große Augen, eine tolle, tolle Nase im Gesicht, ganz wundervolle, volle Lippen, ja, einen schönen, schmalen, langen Hals und eine ganz tolle, eine, sagen wir, eine Bombenfigur. Wallemähne, mal ganz klar. Allerdings gehen diese 4 Schwangerschaften, sie bekam 4 Kinder, auch nicht spurlos an ihr vorbei, ohne mal guten Tag bei ihr zu sagen. Und so kommt es natürlich, wie es kommen muss, die Gravitation verändert Brunis Körper. Der Bauch ist nicht mehr flach, sondern schlaff. Und dank einer erheblichen Bindegewebsschwäche ziehen jetzt obendrein auch noch Dehnungsstreifen, Brustseite, Bauch und Oberschenkel. Und es ist, glaube ich, logisch, dass an Bruni diese Veränderungen nicht spurlos vorbeigehen, ohne dass sie das mitbekommt. Allerdings hat sie ein ziemlich starkes Selbstbewusstsein und nimmt ihre Transformation mit Humor. Doch so manchmal hat sie ihre Anflüge, ihre Phasen, in denen sie unzufrieden ist, dann an sich runterguckt und denkt, Mensch, eigentlich könnte ich diesen einen oder anderen Makel doch wegmachen lassen. Und wenn es mal wieder ganz, ganz schlimm wird, dann geht sie zu Theo und sagt, boah, Theo,
Mein Bauch, ich kann einfach nicht mehr damit leben. Der sieht schlimm aus. Ich will das nicht mehr. Ich möchte mich wieder attraktiv fühlen. Ja, die Idee mit der Bauchstraffung, die stößt jetzt bei Theo auf sehr viel Gegenliebe. Eine kurze Hommage an ihren Körper und dass er sie so liebt, wie er ist, weicht dann eben dem neuen Befeuern des Vorhabens. Was er allerdings nicht mitbekommt, ist, dass bei Bruni mental und gedanklich wirklich die Post abgeht. Sie ist überfordert, fühlt sich herabgesetzt und nicht wirklich wertgeschätzt von ihrem Mann. Und Theo, ja na klar, Theo hält dagegen. Er versuche doch schließlich, ihr nur zu helfen und zwar so gut wie er kann. Er macht also das, was die Männer in der Regel tun. Sie nehmen das Problem am Schopf und versuchen es für ihre Frau zu lösen. Denn immerhin ist sie doch unzufrieden, oder nicht? Aber, und hier ist das große Aber an dieser Stelle, liebe Männer, geht es hier, und auch liebe Frauen, geht es hier wirklich um die Bauch-OP? Geht es also wirklich um die OP oder ist diese OP einfach nur eine Projektion dessen, was im Unterbewussten, also auf der Beziehungsebene eigentlich abgeht? Geht es hier vielleicht um Macht? Geht es um Habgier? Bangt Theo vielleicht um die Stellung in seiner Beziehung? Geht es um Anerkennung? Oder vielleicht auch darum, dass Bruni doch bedingungslos untergeben sein sollte? Also genau das tut, was er ihr aufdiktiert? Eins müsst ihr nämlich mal so wissen, aber ich glaube, das hatte ich am Anfang schon gesagt, ne? Bruno, das ist ein anderes Video. Bruni ist finanziell zurückgetreten. Sie hat ja die Kinder bekommen und hat sich dann dementsprechend auch eine ganze Zeit um die Kinder gekümmert, während Theo der Alleinverdiener war und dafür gesorgt hat, dass es seiner Familie gut geht. Das gibt ihm auch eine gewisse Machtstellung, ob er das jetzt will und ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht. Aber genau so ist es. Und das kann natürlich sein, dass er, wenn Bruni jetzt aufbegehrt, seine Machtstellung, seine Alpha-Tierstellung in Gefahr sieht. Und das wahrscheinlich gar nicht bewusst, sondern eher unterbewusst. Und so denkt sich Bruni jetzt, okay, er weiß jetzt genau, ich möchte wieder arbeiten gehen und Bruni ist auch Ärztin, ja? Kann also sehr wohl auch ein gutes Einkommen beisteuern. Denkt er jetzt, es gibt hier einen sogenannten Machtwechsel? Hat er vielleicht Angst, dass ich ihn verlasse, denn wenn ich ein eigenes Einkommen habe, bin ich ja automatisch auch selbstständiger. Versucht er mich deswegen als schönes Frauchen zu deklarieren? Die eben nur neben ihm steht und repräsentativ an seiner Seite ruht, während er das große Geld mit nach Hause bringt und in der Öffentlichkeit redet, sozusagen. Rückwirkend betrachtet findet Bruni allerdings nicht, dass Theo sie mal in irgendeiner Form untergraben hätte. Und dass er sie jetzt ändern will, ist genau das, was ihr natürlich was ihr natürlich sauer aufstößt. Theo allerdings, der kann Brunis Aufbegehren überhaupt nicht verstehen. Sie hat doch ganz offensichtlich ein Problem, oder? Sie hat mehrfach betont, wirklich mehrfach und das monatelang, dass sie mit sich nicht zufrieden ist. Er hat doch mitbekommen, wie sie sich quält, wie sie sich selber fertig und runter macht, wie sie sich wünschte, dass ihr Bauch wieder so wäre wie vorher und dann doch einfach nur in Erinnerungen rumschwelgte, die Gegenwart aber es nicht mehr zuließ, dass sie, keine Ahnung, bei Kerzenschein mal miteinander schlafen konnten. Nein, es musste alles dunkel sein, denn ihr gefiel ihr Bauch einfach nicht mehr. Das heißt, nicht nur Bruni war traurig, sondern Theo war irgendwann auch angesäuert, weil im Bett einfach nichts mehr lief. Das ganze Problem mit dem Bauch dehnte sich quasi auf ihn, auf die Familie, auf das ganze Umfeld aus. Ins Schwimmbad wollte sie auch nicht mehr gehen. Hier wollte sie nicht mehr hin, dahin wollte sie nicht mehr. Sie wollte keine schönen Kleider mehr anziehen, die schön eng waren, denn dann konnte man ja ihre Rolle sehen. Sie entwertete sich also permanent ständig und ihm tat es weh, dort zuzugucken und nichts machen zu können. Und genau das ist es, was er jetzt lösen will, weil es ihm einfach reicht. Also entwickelte er sich sozusagen zu ihrem Sprachrohr und sprach genau das an und versuchte, dieses Problem jetzt zu lösen. Und natürlich hat er das gemacht, was die meisten Männer auch machen, wenn die Frau an sich rummäkelt. Er hat ihr beteuert, dass er sie liebt und zwar genau so, wie sie ist.
Und Bruni habe, ja, genauso oft eben gesagt, dass das einfach nicht stimmt, dass das doch gar nicht sein kann und ihn quasi mehrfach der Lüge bezichtigt. Und ja, gut, er ist dann aber auch einsichtig und sagt, natürlich hat er gesagt, dass ihm ein straffer Bauch lieber ist als ein schlaffer. Aber, und ich glaube, das liegt auch einfach normal in der Natur. Also ich möchte auch lieber einen Mann, dessen Brüste muskulös sind, als wenn ich sagen müsste, komm hier Schatz, willst du mein BH haben oder was? Das ist doch irgendwo oberflächlich. Ja, na sicher, das ist total oberflächlich, aber es ist normal, es gehört dazu. So, das ist doch so. Ein Sixpack ist schöner als ein Fass, natürlich. Bleiben wir doch mal bei der Wahrheit, Mädels. Das sind einfach persönliche Vorlieben, die jeder für sich ganz subjektiv getränkt eben mit sich rumträgt. Aber jetzt mal ernsthaft, worum geht's denn jetzt eigentlich wirklich? Wenn du eine Idee hast, schreib's mir in die Kommentare rein. Also, wir lösen die ganze Sache jetzt mal auf, damit das hier nicht zu viel wird. Wir haben da den Bauch, ne? Das ist unsere, nennen wir sie mal, ja, unsere Sachebene. Das bedeutet, die Sachebene ist etwas, was wir ganz klar definieren können, berechnen können und so weiter, was wir sehen können. Ihr Bauch gefällt ihr nicht mehr. Und dann kommt es doch zum eigentlichen Thema. Denn Bruni wünscht sich nichts mehr von ihrem Theo, als dass er sie um ihrer Willen liebt. Also sie so liebt, wie sie ist, ihre Essenz, ihre Erscheinung. Glücklicherweise entschied sich dieses Paar jetzt dafür, die Ehe zu retten und eine Therapie anzusteuern. Und was in dieser Therapie oder in diesen Sitzungen rauskam, das erfährst du jetzt. Bruni, und das kam bereits in den ersten Stunden raus, hat Angst vor dem Älterwerden. Und jetzt stellt euch doch mal vor, wie gesagt, sie war wunderschön und dementsprechend noch mehr unter Druck, denn wenn ich einmal schön war, dann muss ich doch auch zusehen, dass ich auch im Alter schön bleibe, oder? Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass sie, wenn sie sich selbst als schön wahrnimmt, sich sehr über ihren Körper definiert, über ihr Aussehen. Was konnte sie jetzt also eigentlich tun? Naja, pack's an, ne? Und zwar nicht den Bauch, sondern pack deine Ängste an. Sieh, dass du sie hast. Empfinde sie ruhig mal, denn sie wollen dir was sagen und dann kannst du sie modifizieren. Und wenn ihr da viel Arbeit und viel Zeit reinsteckt, egal wer jetzt Bruni von euch ist und wer Theo, ja, dann kriegt ihr eure Beziehung auch wieder in den Griff. Und es ist doch klar, dass Altern und auch neue Strukturen, die formen den Menschen an sich und den Partner mit. Also nehmt doch diese Veränderungen einfach an und gestaltet sie zusammen. Viel wichtiger ist, dass ihr mehr Dankbarkeit in euer Leben bringt. Seid doch dankbar für jeden Tag, den ihr überhaupt aufstehen dürft und für jeden Tag, den ihr am Leben sein könnt. Anstatt über das rumzumeckern, was ihr habt oder was ihr nicht habt. Quasi dieses Mangelleben. Fürchterlich. Sagt eurem Gegenüber genau, was Phase ist, was ihr euch wünscht, was ihr wollt und nicht, ne, mein Bauch ist so schlaff und eigentlich möchte ich ja nur, dass du mich so liebst, wie ich bin. Okay, alles klar. Ich hoffe und ich hoffe auch für Bruni, dass sie, wenn sie die OP machen sollte und auch für alle anderen stellvertretend, dass ihr sie dann ruhig macht, aber wann ihr wollt und weil ihr es für euch möchtet. Ja, und nicht um irgendjemand anderem zu gefallen, denn es ist euer Leben, es ist euer Körper und ihr habt die Selbstbestimmung. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat, dass es dir ein bisschen weitergeholfen hat. Nimm nicht alles so ernst. Genieß das Leben, solange du das Leben darfst. Abonnier gerne diesen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.